So, da sind wir wieder mit Let's Play Resident Evil. Ich war hier noch im Menü vertieft. Natürlich nur Spaß. Ich vertiefe mich nie im Menü. Ja, wir laufen erstmal weiter. Und nix. Ah, doch. So. Setzen wir das Kabel ein. Ja, du musst uns das nicht extra zeigen. Ich weiß. Dann die Sicherung. Ja, natürlich. Und das Öl. So, jetzt haben wir das Ding repariert. It looks like we're ready to go. Oh ja, du kommst Here, natürlich take zur rechten this. Zeit. Oh, was denn das? Zeig, zeig, zeig. Dankeschön. I understand. Ja. I'll operate the cable car. Let's go. Durchaus. Was mit dir? No, don't come any Ah. closer. Stay away. Ach, der wird zum Zombie oder was? Egal. Wir wollen das Ding zum Laufen bringen. Endlich. Dafür muss ich extra mit durchgehen. It's looking good. Jawohl. Als ob der jemals eine Bahnsteuerung gesehen hätte. Hey, wir fahren. Und zwar ziemlich schnell. Oh. Nein, Quatsch. So, wo sind eigentlich diese ganzen Autoteile, die wir eigentlich durch den Weg schieben? Das waren nicht die Autoteile. Michael! Michael. Was übersetzt auf Deutsch heißt Michael. Ja. Nein, Spaß, wieso bleibt eigentlich da stehen? Immer die Frauen, die Drecksarbeit erledigen lassen. Wir sind hier nicht in Türkei, Mann. So war das klar. Ja. Get out of the cable car now. Michael, wait, don't. Get out of here. Hurry. Los, geh raus. Lass die Heiler legen. Ach, schon wieder so. Bitte nur auf die Hütte. Was ist denn da mit dem Mann? Fucker. Michael. Natürlich. No, the brakes are out. Ja, klar. Dramatisch wenn du aus dem Fenster springen, die Notbremsen ziehen. Ich glaube, aus dem Fenster springen ist da die bessere Wahl, weil ich merke, wenn wir die Notbremsen ziehen, dann landen wir hier auf diesem Kirchengebäude da, also Kirchgelände. Genau da. Und dann müssen wir gegen Nemesis kämpfen. Aber wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, habe ich keine Magnum mit mir. Oder irgendwas, um diese Granatenmunition reinzupacken. Also nehmen wir den klassischen Weg und ich verpiss mich wie ein kleines Mädchen. Wieder mal. Ja, und du hast natürlich überlebt, ganz knapp. Hey, ist das mein Wohnzimmer? Das ist mein Wohnzimmer. Oh, nee, mein Schlafzimmer. Spaß. Natürlich. Wieso nicht? Wow, ich bin ein Genie. Ich wusste das gar nicht mehr, aber das Bild sah so verdächtig aus. Und tschüss. Ich denke mal, außer den Schlüssel gibt vielleicht ein paar Patronen, aber
Meine Güte. Ich finde, ein paar und verbrauche wieder 100, also von daher gleicht sich das aus. Oh, super. Ich würde sagen, ich packe einfach nur noch hier den Granatwerfer rein. Hallo. Mal gucken, kann man die... Ach, ich lasse es einfach so. So, was ist das? Da wollen wir ganz bestimmt nicht raus. Jo. Wir gehen mal jetzt da raus. Seht ihr, ich hab's drauf. Carlos. Well, we both managed to survive. Nicht ganz schwer. Maybe we can. Yeah, it's been rough. But we can rest now. Das war eine harte Zeit. No, we're the only ones left. Ja, there's kaum no ist Chris aus der Stadt, schon macht sich an Carlos ran. Here's a gift for you. Oh, wie süß. Was hat dir denn gegeben? Oh ja, jetzt gibt es mir. Griffiermunition ist cool. Die Pumpen, damit ist voll. Dann tun wir mal kombinieren. Ja, dann tun wir den Rest weg. Und wir holen uns eine Magnum. Für den Fall der Fälle natürlich. Ich weiß nicht, was Nemesis hier noch vorhat. Aber eins ist klar. Es ist nichts Gutes. Ja. Also packen wir das mal weg. Wenn wir keinen Platz dafür haben. Jo, so. Ich hasse Unordnung, tut mir leid. So. Das haben wir. Das Kräuterchen hier packen wir auch weg. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja, lassen wir. Sollen jetzt abhauen. Wollen hier nicht den halben Tag damit verschwenden, dass ich euch nerve mit Kistengegrabbel, Rumgekrame. So. Ja. So ist das hier. Ja, Fotos. Kunstpostkarte. Drei antike Uhren, wow. Lesen könnt ihr selber. Das ist einer dieser Rätsel, die es verdienen, Rätsel genannt zu werden. Ich guck mal hier. Nein, hier war nichts. Der ist aus der Richtung gekommen. Was da wohl ist, was hier? Chocho. Pata pata. Wo ich den Kack jetzt her? Ach, von Paderborn. Paderborn, Paderborn, Paderborn. Nein. Das sieht zu sehr nach Nemesis Geheimversteck aus. Nee, ich weiß, dass er irgendwann da rauskommt, aber ich will es nicht herbeibeschwören, dass er rauskommt. Es reicht, dass ich eine Vermutung habe. Ich hasse mein Leben. Ich habe vorher die andere Tür probieren können. Vielleicht sollte ich hier noch hinzufügen, so Half-Blind. Nein, also ich meine, ich kenne das Spiel schon noch zu, sagen wir mal, 80%. So, was ist das? Karte des Glockenturms. Ja. Ich hab dich lieb. Ja. Ganz oben wollen wir nicht. Muss mir das angewöhnen, dass Dreieck zurück ist und nicht Kreis. Wie sonst normalerweise. Yeah, sexy baby. Ey, als ob du nur für mich hast das hingelegt, ne? Nur für mich.
weil ich so ein süßes Mädchen bin. Jill ist ein braves Mädchen. Wow, juckt mich das? Dienstanweisungen, ey Gott. UBCS, ach egal. Ihr könnt ja selber lesen. Ich bin zu voll, um das zu lesen. Ach, es geht hier darum, wie man den Hubschrauber holt. Ach so, ja, okay, das kenne ich eh schon. Ganz einfach. Glocken schwingen. Ganz, ganz einfach. Ne? Also, mehr macht man nicht. Ding, dong, und da kommt der Hubschrauber. Oh, ich sehe, wir haben schon fast unsere Zeit übersprungen. Deswegen werde ich an dieser Stelle einen Cut machen. Und ich kann nur noch eins sagen, ihr kennt es, bis dann vom Hausen. Tschüss!